So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem Episode Strick TV. Heute live aus dem Tesla Plaid. Und ja, viel zu erzählen habe ich nicht. Ich kann nur sagen, es geht mir wirklich sehr, sehr gut. Nicht, dass es jemanden interessieren würde. Aber ich muss sagen, ich fühle mich wieder mal so richtig in Sonnenuntergangsfreiheitsstimmung. Oder was für einen schönen Herbst haben wir da. Klimawärmung ist endlich da. Es freut uns alle, die ja, jetzt sage ich mal, nicht immer nur eine schöne Jahreszeit erlebt haben, die letzten 3,5 Jahre, dass man jetzt wirklich so einen Anflug von Normalität verspürt. Aber es ist natürlich alles sehr, sehr trügerisch. Weil wir natürlich nur warten auf die nächste grosse Katastrophe. Und die nächste grosse Katastrophe, sie wird kommen. Wir wissen nicht, wie und wo. Die Ukraine ist langsam gehen, Corona ist gehen, Klima, dort sich alle gerne empören, aber im Privatleben machen doch alle, was sie wollen. Aber dort könnte noch ein Mensch da etwas Schönes auf uns zukommen. Schön, was ist mal so, so nicht, ein 2-3-tägiger Stromausfall. Mit man einen Hauch davon mit überkommt, wie schön dass es ist, dass wir in einem Land leben, wo Energie erschwinglich ist. Und verfügbar ist. Das dürfte vielleicht der ein oder andere wachrütteln, wie wir gemerkt haben, die Leute werden immer nur in Zeitlupe wachgerüttelt. Und wenn sie dann wach sind und die neue Normalität verschwindet wieder, dann schlafen sie wieder ein. Schlafen sie wieder weg. Ein besonders schönes Beispiel ist jetzt Israel-Palästina. Der Konflikt, je nach Lesart, dauert irgendwie 70, 80 Jahre. Manche sagen 60 Jahre, andere sagen 6000 Jahre vor Christus, also 8000 Jahre. Mit der Bibel hat es eigentlich angefangen. Und es ist genau der gleiche Mist wie bei der Ukraine. Oder? Das Narrativ ist ja ganz klar. Wer hat angefangen? Der Putin oder Zelensky? Besser gesagt Russland oder Ukraine? Ist ganz klar die Ukraine, weil. Ist ganz klar Russland, weil. Am 24. Februar 2022 hat es angefangen. Und voran war nichts. Nichts. Keine Provokation. Nichts. Kein Putsch. Kein nichts. Kein CIA. Kein. Ja, nichts. Einfach nichts. Und darum ist das also einfach zum Verstehen. Schau mal zu, da geht es schon unter. Das ist schon halb unten. 2-3 Minuten ist sie ganz unten. Und zum Glück ist die Welt ja so schwarz-weiß. Und genau das Gleiche ist jetzt in Israel-Palästina, im Gazastreifen. Weil wann hat der Konflikt angefangen? Ganz klar gestern. Gestern hat es angefangen. Vorne war nichts. Rein gar nichts. Und wer vorne etwas anderes gesehen hat, der ist ein antisemitischer Bassist. Wer es nicht glaubt, kann es selber nachlesen in den Zeitungen. Der kann unsere Politiker fragen, die jetzt härtere Massnahmen gegen Hamas fordern. Wo das Mitleid mit den Palästinensern auf Null ist, wie die nichts verdienen. Oder es hat so Millionen Leute und ein paar hundert, sage ich mal, da sind Terroristen. Palästinenser würden sagen Freiheitskämpfer. Aber sagen wir, finden wir einen Kompromiss, sagen wir, Blutbadanrichter. Oder? Ein paar hundert. Und darum sind jetzt Millionen leiden, weil die haben ja Hamas gewählt. Weil vorher sind sie auf einem guten Weg gewesen, sie haben PLO gewählt. Und das PLO war eine Art Hamas von den 80er Jahren. Ist das schlecht gewesen? Und da merkt man, es wird wahnsinnig kompliziert. Dann denkt man, Yom Kippur-Krieg, einen 7-Tage-Krieg, man denkt, die Gründung von Israel, wo von der UNO veranlasst worden ist, ohne Veto. Okay, dass die arabische Welt kein Vetorecht hat, geschenkt. Wobei Palästinenser sind ja gar keine Araber, muss man auch noch wissen. Aber ja, dann hat es angefangen, wenn? Im Zweiten, Adolf Hitler. Adolf Hitler hat den Israeli eine Staatsberechtigung gegeben, nicht in Bayern, was noch irgendwie naheliegend wäre, dass man sagen, wir geben denen Land in Bayern. Oder? Oder Berlin.
Geben Berlin den jüdischen Menschen rund um die Welt. Berlin, Brandenburg und noch da bis Dresden, Leipzig. Ja, einfach so gross wie Israel heute ist, hätte man Deutschen geben müssen. Das wäre irgendwie fair gewesen, weil die haben das ja angerichtet. Aber es ist dann etwas kompliziert, so reden. Reden wir lieber einfach und sagen, es hat gestern angefangen. Und jetzt können die Schweizer Politiker kommen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Auch in allen Versen. Ob der eigentlich von Blasen weiß ich nicht. Aber grundsätzlich keine Ahnung von Tuten und Blasen. Haben sie für Gaza null interessiert. Aber etwas ist klar: Mit Terroristen verhandelt man nicht. Wenn sie sich friedlich benehmen würden, dann gäbe es sicher eine Zweitstaatenlösung. Ah, Moment. Jetzt war eigentlich jahrelang Ruhe. Die Palästinenser haben das auch nach UNO-Version Unrecht einfach hingenommen, über Jahre. Es hat keine Zwei-Staaten-Lösung gegeben. Nein, im Gegenteil, Israel ist nach rechts gerutscht. Sogar der Spiegel hat man geschrieben, von einer rechtsextremen Regierung. Und Gaza wohnt da quasi in einem Open-Air-Gefängnis. Oder wer im Gaza wohnt, ist in einem Open-Air-Gefängnis. Man kann auch sagen, es Ghetto. Das Ghetto. Das darf man nicht sagen. Weil wenn das ja ein Ghetto wäre, innerhalb von einem rechtsextremen Staat, dann käme ein Vergleich auf zum Warschauer Ghetto und der rechtsextreme Regierung unter Hitler. Und wir wissen, wir dürfen nicht vergleichen. Obwohl, vergleichen ist ja nicht gleichsetzen. Aber das ist bereits zu kompliziert für Systemjournalisten. Die merken nicht, dass ein Vergleich keine Gleichsetzung ist. Aber wir müssen uns darauf einigen, dass, sag ich mal, in Israel keine rechtsextreme Regierung ist. Wir müssen uns darauf einigen, dass der Gaza kein Ghetto ist. Mir kommt kein besseres Wort in Sinn für beides, aber es kann es ja nicht sein, sonst haben wir ja dazwischen. Weil man hätte ja den Juden nicht wollen das Recht absprechen, im Warschauer Ghetto sich mit Waffen zu wehren. Oder? Man hat es gefeiert im Nachhinein als Helden. Es hat einen gewissen Widerstand gegeben, aber nur sehr wenig. Hat etwas gemacht. Das waren Helden gewesen. Und die Leute, die das jetzt machen, das sind, wie haben wir uns darauf geeinigt, nicht Freiheitskämpfer, nicht Terroristen, Blutbad-Erzeuger. Einfach. Ja, und das klingt halt schon nicht sympathisch. Das müssen die Bösen sein, oder? Dass jetzt die Israelis jetzt einen Gegenschlag machen und unterm Strich werden 3 bis 5 Mal mehr, darf ich es mal auf den Daumen schätzen, unschuldige Palästinenser sterben, als jetzt unschuldige Israelis gestorben sind, egal. Weil es ist ja nur eine Reaktion auf das, was gestern angefangen hat. Wer früher zurückdenkt, ist ein antisemitischer Bassist. Das ist ein Verschwörungsschwurbler, ein Verschwörungsideolog. Der ist einfach, ich muss so sagen, ein Nazi. Nazi geht immer. Wir leben im anti-intellektuellen Zeitalter. Ich suche noch ein besseres Wort, das ein bisschen knalliger ist. Aber da finde ich den besten Begriff. Wir müssen eigentlich die Aufklärung rückabwickeln. Oder? Wir kommen aus einer Psychosekte raus. Das war das Christentum. Das war eine Sekte vom Judentum. Und die haben vor etwa 300 Jahren mit Aufklärung und Humanismus zurückgedrängt. Also nicht wir, also Leute, die gescheiter sind als wir heute. Wir sind ja eben die verbündeten Leute. Aber etwas so, sagen wir mal, das geistige Erwachen stattgefunden hat im Westen. Ja, das ist passiert. Dort haben wir uns von der Religion befreit und haben sich der Wissenschaft, der Philosophie und dem Humanismus zugewendet.
Also zuerst die Renaissance, die Wiedergeburt der römischen und griechischen Antike und dann eben die Aufklärung, was ja dann politische Konsequenzen gegeben hat, wo das Bürgertum sich einen Platz auf Augenhöhe mit dem Klerus und dem Adel erkämpft hat und am Schluss dann eigentlich, sage ich mal, die Welt, die westliche Welt übernommen hat. Das Bürgertum mit dem Verdienen von Geld, mit dem, mit der Dampfmaschine und all dem Zeug, Industrialisierung, haben die angefangen, natürlich Begehrlichkeiten zu stellen. Die wollen nur einfach Geld haben, sondern wollen Macht haben. Da haben sie dann bekommen, wer Geld hat, hat Macht. Langfristig. Und jetzt sind wir also zurück in der, sind wir da im 21. Jahrhundert angekommen. Und uns geht es einfach super. Uns geht es wirklich super. Und wie es uns super geht, wollen wir nicht mehr denken. Wie wenn wir würden wollen denken, dann würden wir merken, wieso dass es uns super geht. Dann wollen wir auch keine Veränderungen mehr. Wir wollen keinen technologischen Fortschritt mehr. Und wenn, dann muss noch kontrolliert werden von moralischen Instanzen. Und bei uns sind moralische Instanzen die Milliardäre. Das ist wie in der protestantischen Ethik, oder? Max Weber, ihr erinnert euch. Der Protestant hat geglaubt, dass der, der wirtschaftlich gut dasteht, in Gottes Augen ein guter Mensch ist. Weil Gott die Leute bereits auf Erde belohnen für ihre christliche Art. Und so ist es jetzt wieder. Wir haben jetzt Milliardäre. Bill Gates, George Soros. Der müssen gute Leute sein. Außer Elon Musk, das ist der Teufel. Das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt, aber da reden wir alles mal drüber. Aber der Bill Gates, also die Sonne von Gott, strahlt auf ihn ab. Jetzt kann man sagen, Gott, wer glaubt an Gott? Niemand glaubt an Gott. Wenn wir sagen, es braucht keinen Gott. Was es braucht, ist ein Klerus. Und einen Klerus haben wir längstens wieder rübergekommen. Und zwar finden wir den an den Universitäten. Oder? Es ist eine Psychosekte entstanden, das heisst die Wissenschaft. Oder ich sage mal, in der Aufklärung und so, in den guten Zeiten, ist Wissenschaft im Wettbewerb gewesen, die beste Idee. Und wer etwas belegen konnte, Recht gehabt. Das ist heute nicht mehr so. Heute hat der Recht, wo vom Blick interviewt wird. Da ist das antiintellektuelle Zeitalter. Und die Professoren, das sind die neuen Kleriker. Das sind unsere Pfaffen, das sind unsere ja, Direktoren, sind dafür quasi. Was soll ich sagen? Bischof, Kardinal und dann eben zoberst oben. Zoberst oben ist der Bill Gates, der Bill fucking Gates, der Held der Helden. Der tapferste von den Tapferen, der seine Milliarden einsetzt, um noch mehr Milliarden zu bekommen. Und wie sind wir jetzt gelandet? Beim Bill Gates, beim Gutmensch, beim grössten Gutmensch, wo ja, die Welt je gesehen hat, ist ein grosses Wort. Sagen wir es so. Auf dem Mars, wenn der Bill Gates auf dem Mars wäre, heute, dann gäbe es auf dem Mars kein grösserer Humanist als der Bill Gates. Ich glaube, da können wir uns einigen, oder? Das heisst mit anderen Worten, in dem antidektalen Zeitalter müssen wir jetzt einfach wieder anfangen zu glauben. Wir müssen vor allem alle die gleiche Meinung haben. Weil wenn wir nicht die gleiche Meinung haben, dann wird es unbequem. Dann wird unser Safe Space tangiert. Und das würde uns dafür zwar reifen lassen, aber reifen im antiintellektuellen Zeitalter, das will doch niemand. Das ist unbequem. Wie denn? Dann müssen wir, hätten wir mit 2020 und 2021 müssen auf Plätze gehen, gut demonstrieren. Aber wenn man nicht denkt, sondern einfach glaubt, am Bundesrat Perse, am Trosten, am Impfchef Berger, der Rattali Fikti, wenn man, dann geht es einem gut. Dann ist ja alles nicht so schlimm gewesen. Dann ist es im Nachhinein nur
ein kleines Träumli gsi. Ein kleines Träumli war es gsi. Und es geht dann wieder gut. Okay, die Welt bricht zusammen, Inflation steigt. Ein normaler Mensch kann sich kein Einfamilienhaus mehr leisten, weil er es jetzt schon besitzt oder erbt. Und die Armen werden ärmer und die Reichen werden reicher. Aber das war ja schon immer so gsi. Das war im Mittelalter so gsi. Das war in der Renaissance so gsi. Okay, Louis XIV, Sonnenkönig, hat über 50 Jahre der Macht. Und dann ist der Gens gekommen und der Sees und dann hat es die Revolution gegeben. Okay. Und die hat in den nächsten Jahren unzählige Menschen das Leben gekostet. Ein Blutvergiessen, dass das, was Thomas heute veranstaltet hat, wirklich nur ein Tüpfchen. Ein Tröpfchen im Bodensee war. Also richtig blutig. Und erst etwa so 25 Jahre später, im Wiener Kongress 1815, hat es dann die Lage in Europa und in Frankreich vor allem auch wieder so richtig stabilisiert. In Frankreich schon bevor vielleicht. Und mit 1815 haben wir nur etwa so eine Übergangsphase gehabt von 20, 25 Jahren. Und dann ist eben das passiert. Dann ist der Klerus zurückgedrängt worden, der Adel zurückgedrängt worden, das Bürgertum hat obsiegt. Und darum, wollen wir nicht denken. Wir wollen ja nicht, dass wir jetzt 25 Jahre lang Unruhe haben. Und darum müssen wir jetzt einfach aufs Maul hocken. Und ärmer und ärmer und ärmer werden. Bis wir kein Brot mehr haben. Und dann irgendwann, dann braucht es doch wieder die Revolution. Aber als Humanisten und Demokraten wollen wir natürlich das maximal lang rausschieben. Jetzt gibt es Verschwörungsschwurbler, die sagen, man kann das System ja reformieren, man muss warten, bis es untergeht. Das wird doch viel besser. Und die sagen dann, dass der Putin auch Argument hat und dass Corona ein Pfnüssel ist und dass es andere Probleme gibt als Klima. Aber das sind eben, das sind die Spinner, die sich anmassen, wirklich anmassen, selber zu denken und Unruhe reinzubringen. Unsere Herden, die so wunderbar durch grasen, auf dem brachen Acker mittlerweile, muss man auch sagen. Es wird immer bracher und bracher. Es ist nicht mehr grün, es ist nur noch Sprun, wie da. Sprun. Ja, aber wenn du das machst, dann wird es noch gucken. Deine Kinder vielleicht nicht mehr so, die dürfen dann nicht mehr so in 5 oder 10 Jahren. Aber Hauptsache, du musst den Kopf wieder rausstrecken. Hauptsache, du musst nicht gegen den Strom schwimmen. Weil uns geht es gut. Schau mal, in Deutschland geht es viel schlechter als uns. Schau mal, in Österreich geht es viel schlechter als uns. Wir können doch dankbar sein, dass es uns so gut geht. Und darum, ja, gilt für alles. Egal, welche Sache das Dorf treiben wird. Egal, ob das Terrorismus, Klima, Wetter, Pfnüssel, Ukraine oder eben Gaza ist. Tu nicht denken. Du einfach mitschwingen. Im Blick erfährst du immer, was du für eine Meinung musst haben. Und die kannst du auf X und so teilen. Und du darfst so tun, als ob es deine eigenen Gedanken wären. Das stört niemand. Es glaubt das auch niemand, aber ist nicht wichtig. Du bist auf der guten Seite. Du kannst auch als Atheist in die Kirche gehen, wenn du das Vaterunser mitbettest. Und du weißt, ist egal. Hauptsache, du machst mit. Ja. Und darum, wenn Thomas jetzt Sachen macht, die Blutbad anrichten, du nicht weiterdenken. Lies einfach im Blick, was für Teufel sind. Dass man mit Terroristen nicht verhandelt und keinen Frieden schliessen kann. Und ich weiss nicht, meine, bei der Apartheid, die ist nicht mal aufgelöst worden. Aber Nordkorea, Gaza, da kann noch 100 Jahre weitergehen. Ja. Kein Problem. Kein Problem. Und jetzt habe ich eine Geschichte erzählt, dass es Leute gibt, die sich aufregen. Die sich aufregen,
Einfach darum, weil ich was gemacht habe? Was habe ich eigentlich gemacht? Aber es ist gut, dass sie aufregen. Sie können sich alle miteinander aufregen. Es gibt ein Gruppengefühl. Und wenn alle rundherum die eigene Meinung, die gleiche Meinung haben, dann muss es ja stimmen. Das hat bei Corona gemerkt. Das haben wir beim World Trade Center gemerkt. Beim WTC 7. Das haben wir beim Sensky gemerkt. Wer weiterdenkt, ist einfach ein Intellektueller. Nicht falsch verstehen. Oder in früheren Zeiten ist es eine Beleidigung, wenn man jemandem Idiot gesagt hat. Heute ist es eine Beleidigung, wenn man jemanden als intellektuell bezeichnet. Wie das sind die Nerven. Und in der Bibel steht, er soll sich töten. Oder es sei denn, er stört. Und in dem Sinn verabschiede ich mich in einen wunderbaren friedlichen Abend, wo die Sonne jetzt verschwunden ist. Jetzt fahre ich heim und schaue dann, was für geistreiche Kommentare unter dem Video werden stehen. Danke, liebe Vollidiotinnen und Vollidiotriche, liebe Intellektuelle und Intellektuelle Riche. Ja, ich darf nicht unterscheiden, bei mir sind alle willkommen. Und jetzt verabschiede ich mich in die Nacht. Ich schaue die Dokumentation weiter über den Boris Becker, einen Mann, den ich immer sympathisch gefunden habe. Und auch in dem Video, wo er gar nicht zu Wort gekommen ist. Grossartig, nur als 15-Jähriger. Trotzdem ist man immer noch sympathisch. Darf man den Boris Becker sympathisch finden? Ich glaube schon. Er hat sich nicht zum Füssel geäussert, nicht zu der Ukraine, nicht zum Klima. Dann ist er wahrscheinlich ein Intellektueller. Ja, nein, ich weiß nicht. Ich schaue trotzdem weiter. Sag euch dann, wie es war. Hebt euch Sorge. Und denkt daran, denkt nicht zu viel. Denken macht unglücklich. Ciao miteinander.